Ein bezauberndes, strahlendes Hallo zu einem neuen YouTube-Video. Ich grüße dich, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin. Heute geht es um das Thema Klasse statt Masse. Ich habe es heute gerade auch vor ein paar Minuten, vor ein paar Stunden in der Insta-Story hochgeladen und ein bisschen darüber erzählt. Was bedeutet eigentlich Klasse statt Masse? Jetzt weißt du jetzt, wenn du mich nicht bei Instagram verfolgst, muss ich da ein bisschen ausholen. Ne? Es geht um Lead-Generierung, um Neukunden, beziehungsweise um Neukundengewinnung via Internet über eine Ad-Kampagne. Wie man einen Funnel aufbaut, dass man qualitative Kunden bekommt, Neukunden bekommt. Und darum geht es in diesem Video. Ich habe jetzt hier mal ein Flipchart hingestellt, sodass ich dir zeigen kann, was ich davon meine und was ich und wie ich es mache. Na, ich male dir mal den Funnel auf. Du kennst ja sicherlich, wenn du Online-Marketing arbeitest oder auch im Verkauf arbeitest, kennst du sicherlich Lead-Generierung oder diesen Funnel. By the way, ich kann nicht gut malen, aber ich hoffe, es passt. Na, du siehst ja jetzt hier den Trichter. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich auch im Bild bin, dass du mich auch siehst. Also du siehst ja hier den Trichter. Na, dieser Trichter soll jetzt ein Online-Funnel sein, wo du Kunden reinlockst zu dir, zu dich, zu deinem Produkt, zu deiner Dienstleistung. Ich glaube, ich habe da auch schon irgendwo ein Video auf meinem Kanal gemacht, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Aber egal. Hier geht es wirklich um Klasse statt Masse. Die meisten Online-Agenturen da draußen in Good Old Germany machen einen Funnel, machen so einen Trichter, wo unten genauso offen ist. Aber normalerweise ist der Online-Funnel ja, wird er ja immer schmäler. Wird er ja immer schmäler. So dass ab hier nur noch die Kunden sind, wo du auch gerne hättest, wo auch zu dir und deinem Unternehmen und zu deinen Werten passen, wo auch direkt kaufen. Hier, diese Kunden werden langfristig nicht bei dir kaufen. Die wollen irgendwie was gratis haben, die wollen irgendwie ein Geschenk haben, aber langfristig werden die Kunden, wo da oben sind, nicht bei dir kaufen. Kaufen werden diese Kunden langfristig auch weiterhin kaufen, weil wenn diese Kunden einmal bei dir gekauft haben, kaufen sie immer wieder. Nur, du musst zusehen, dass du diese Kunden hältst. Und diese Kunden immer betüttelst mit Kuschelcalls, mit Kuschelcalls-E-Mails und so weiter und so fort. Gib denen mehr Wert, aber natürlich auch denen. Vielleicht ist einer noch dabei, den du überzeugst, darunter zu gehen und langfristig dein Kunde bzw. dein Fan zu werden. Denn wir wollen ja weg vom Kunden hin zum Fan. Oder, wie gesagt, da oben sind die Fans sollen ja deine Kunden werden. Na, by the way, du musst, wenn du eine Ad-Kampagne schaltest, auch da drauf achten, welcher Fan ist es von dir, welcher Kunde ist es. Das Wording
muss passen. Und natürlich, by the way, deine Zielgruppe. Du musst aktiv deine Zielgruppe ansprechen. Du darfst nicht blindlings mit dem Schrotgewehr in den Markt reinschießen. Bei einer Ad-Kampagne mit Lead-Generierung. Weil wenn du blindlings mit einem Schrotgewehr in den Markt reinschießt, dann kriegst du alle. Dann kriegst du hier diese Masse. Aber du willst ja Klasse. Also umso weniger du reinschießt, umso bessere Klasse hast du. Und du willst ja Klasse und nicht Masse. Das ist egal, ob du jetzt eine Förder-Ad schaltest oder was anderes schaltest. Du solltest auf deine Ads schauen, wie dein Wording ist. Du solltest auch schauen, wie auf deiner Landingpage deine Wording ist. Zum Beispiel, wenn du eine Agentur hast, die eine Förderungsmaßnahme, nennt sich Digitalisierungsmaßnahme, zu 50% vom Staat betitelt wird. Der Kunde muss aber natürlich was investieren. Und das geht irgendwie nicht ganz klar von dieser Ad aus und von der Landingpage aus. Dann hast du als Agenturinhaber verkackt, weil dann hat auch dein Vertriebler keine Chance mehr, den Kunden zu überzeugen für diese Förderung. By the way, schaue auf eure Wording, eure Landingpages und eure Ads, wo ihr schaltet, zwecks, wenn es eine Förderung ist, zwecks, wenn es das ist oder das ist. Ich zum Beispiel schaue ja auch immer wieder auf meine Wordings. Ich gebe meinen Kunden Mehrwert, Content und das gratis, wo dabei auch alles steht, alles offen steht. Transparenz ist das Wichtigste im Netz. Aber wenn du deine Transparenz nicht offen und ehrlich rauskommunizierst als Agentur, by the way, findet den Fehler. Woher soll der Kunde denn wissen, dass er noch Eigenkapital hinzuschussen muss bei einer Förderung? Das müsste eigentlich schon bei der Ad und auf der Landingpage klar kommuniziert werden. Und dann hat es dein Vertrieb leichter, by the way. Deshalb setze ich mehr Klasse auf Masse. Wer Massen will, der kann ruhig Masse machen, aber nicht mit mir. Aber nicht mit mir. Ich bin der Meinung, lieber die Klasse statt die Masse. So eine Massen-Lead-Generierung oder Massen können nur die Großen machen. Kann nur Lidl und Schwarz. Kann nur VW. Kann nur BMW. Weil die Geld haben. Aber so eine kleine Online-Agentur wie ihr oder ich kann es mir nicht erleisten, dass ich auf Masse schieße. Deshalb Klasse statt Masse als kleiner Agenturinhaber. Aber by the way, wenn ihr Fehler machen wollt, könnt ihr es ja gerne machen, aber ohne mich. Ich bin raus, by the way. In diesem Sinne, wenn dir dieses Video gefallen hat,
Dann lass ein Abo da, klick den Daumen nach oben und schreibe mir dein Feedback, wie du das machst, wenn du Ad-Kampagnen machst. Und die Ad-Kampagnen können ja Google, Facebook, Instagram, TikTok sein, egal was. Schreib's rein, schreib deine Erfahrung rein. Ich lese mir alles durch.